Er hat auch Macht des Drachen. Beziehungsweise ein weißer Drachendeck. Okay, mal schauen, wer besser ist. Oder wer die besseren Karten hat. Oder die besseren Kombinationen. Soll ich es wagen? Dann muss ich alle meine Karten vom Hand verbannen. Aber habe dann drei weiße Drachen auf dem Feld. Machen wir einfach mal. Normalerweise setze ich die Karte nur ein im Notfallsnot, aber wir machen das jetzt einfach mal. 1, 2, 3. 1. 2. Und Nummer 3. Bullshit, der hat einen Chaos Imperator. Der Drache hat das Armageddon weggeschmissen. What the? Der fusioniert meine Karten. Super Polymisation. Wirf eine Karte ab, beschwör auf ein Fusionsmuster als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck und verwende dafür Muster auf einer beliebigen Spielfeldseite als Fusionsmaterial. Kein Spieler kann Karten oder Effekte als Reaktion auf diese Aktivierung, diese Karte aktivieren. Die Karte ist geil. Die Karte ist geil, die merke ich mir. Ich muss meinen Zug beenden. Ich hab verloren. Aber ich fasse es nicht. Also die Karte kannte ich gar nicht. Super Polymisation. Die kann man ja für jedes Deck benutzen. Davon kommen zwei in mein Deck. Und dafür gehen zwei andere Karten raus, weil die ist geil. Ich habe die normale Fusion, ich habe die ultimative Fusion, aber das ist eine andere Liga. Und Link-Korridor kommt auch bei mir rein. Und die Karte ist ja auch geil, wenn ein Monster eines Gegners einen Angriff deklariert, du kannst diese Karte das Tribut anbieten. Ändere die Attacke der Monster des Gegners bis zum Ende des Spielzugs zu 0. Der hat die Karte sogar in Royal Finish. Royal Finish. Neo blauäugiger ultimativer Drachen. Was wartet der noch? Nehuix. So, super. Klasse.
Oh geil. Herz der Karte, du hast mich nicht im Stich gelassen. Oh Baby. Seine eigene Karte wird ihm zum Verhängnis. Nee, Hux. Hux. Der Name kommt mir bekannt vor. Ist auch ein Streamer, glaube ich. Oh mein Gott. Geil. Wahres Licht. Chaos Max. Oh mein Gott. Der hat wahrscheinlich sogar eine Ritualkarte. Ich weiß nicht, welche ich ihm ausgewählt habe. Wahres Licht. Kann ihm seinen weißen Drachen, aber er hat keinen weißen Drachen. Hat der weiße Drachen auf dem Friedhof? Wäre wahres Licht sehr, sehr nützlich. Bluff. Ich denke, das ist Bluff. Er aktiviert wahres Licht. Ah, shit. Mir fehlt noch eine Karte. Hat er den Chaos Max oder den Chaos Drachen? Ich hoffe, es ist der Chaos Max. Es ist der Chaos Max. Warum hoffe ich, dass es der Chaos Max ist und nicht der Chaos Drache? Chaos Drache? Weil der Chaos Max kann mein Monster nicht in die Verteidigungsposition und meine Attacke und Defense auf 0 machen. Er kann nur doppelten Schaden auf Monster machen, die im Verteidigungsmodus sind. So. Ich habe tatsächlich nochmal das Spiel gewendet. Also wenn alle damals geglaubt haben, Yugi hätte geschummelt, weil er mit einer Karte dann das ganze Spiel wendet, dann ist hier der lebende Beweis, es geht wirklich. Es geht wirklich. Also es ist schon möglich. Oh mein Gott. Ich war kurz am Ende. Ich hatte nur noch 200 Lebenspunkte. Und am Schluss bin ich wieder zurückgekommen. Und das nur mit einer Karte. Und da soll mir jemand sagen, härteste Karten gibt es nicht. Bullshit. Das Herz der Karten ist das Wichtigste überhaupt.
Bullshit, Alter. Bullshit. Durch das Herz der Karten bin ich noch im Spiel. Davon muss ich Highlight hochladen. Ohne Scheiß. Das muss auf meinen YouTube-Kanal. Und nicht nur auf meinen YouTube-Kanal, sondern das hier muss ich nochmal auf Twitch mit als Highlight laden. Mit oder als Highlight laden. Die Fusionskarte habe ich auch. Die ist geil. Ultimative Fusion. Bringt nix. Bringt nix. Die Karte kann ich eh nicht aktivieren. Wäre verrückt. Ring der Zerstörung zu aktivieren wäre verrückt. Würde ich das Spiel schlussendlich noch verlieren. Die lege ich nur einfach auf mein Spielfeld. So als kleines Bluff. Okay. Er schmeißt Fusion ab. Darf sich jetzt zwei weiße Drachen suchen. Oder zwei Drachenmonster. Einmal den weißen Drachen und einmal den alternativen Drachen, damit den alternativen Drachen spielen kann. Ja, habe ich es doch gewusst. Es ist im Grunde mein Deck. Nicht schlecht. Ich glaube, ich habe verloren. Ich habe schlussendlich verloren. Vielleicht habe ich auch zu groß geredet. Mal schauen. Oh, er will mich nicht angreifen. War doch ein dummer Fehler, oder? Nochmal Bingo. Bingo-Maschine los. Nicht mit mir, mein Freund. Jetzt aktiviert er seine Fallenkarte. Okay.
Aber ey, ich hatte noch eine Spiegelkraft. Ich hatte tatsächlich noch eine Spiegelkraft gehabt. Ey, das muss ich speichern, durchspeichern.